Willkommen zurück hier bei InGames, wo sich Spiele wie zu Hause fühlen. Wir spielen immer noch Detektiv Conan, die Mirapolis-Ermittlung, haben im letzten Part wieder Hinweise kombinieren müssen, Schlussfolgerungen ziehen müssen, sind dabei ein wenig gescheitert. Jetzt bin ich ein wenig verwundert. Letztes Mal war hier noch Heiji. Ach so. Okay, und müssen jetzt herausfinden, ob Linda unschuldig ist, was wir vermuten, und wer könnte der wahre Mörder sein. Gut, wir verlassen erstmal das Hotelzimmer. Und jetzt fragen wir uns doch erstmal, wo sind die ganzen Leute? Alle im Hotel, das ist sehr schön. Also ich schätze mal, ich hoffe mal, ich muss nur die Leute befragen. Gut, wir befinden uns jetzt auf Etage, wo sind wir? 10. Das heißt, wir können alle unsere Freunde befragen. Auf 8 finden wir die Mirage-Truppe und Kogoro. Megumi auf 7, ihn auf 5 und Moe auf 3. Gut, ich denke mal, wir fangen jetzt einfach mal mit Ran und Co. an. Ich glaube nicht, dass wir allzu viel rauskriegen, aber naja, man kann ja mal fragen. Ich sagte, es ist okay, oder nicht? Sich Sorgen wegen mir zu machen, ist reine Zeitverschwendung. Hey G, bist du dir sicher, dass es okay ist? Wäre es nicht besser, ich komme mit? Warum regst du dich immer so auf? Wenn du mitkommst, hilfst uns das nicht die Bohne. Sie streiten wieder. Je näher sie sich kommen, desto mehr streiten sie. Hey Con, wie wäre es, wenn du auch einmal etwas sagst? Ich? Vergiss es, geh einfach, Shinichi. Oh, ich meine Conan. Okay, alles klar, ihr habt eine besondere Beziehung zueinander. Du ziehst Conan mir vor. Also, erstmal, Heiji, der ist so ein Trottel, also, beim besten Willen, dass die nicht merken, dass ich Shinichi bin, das verstehe ich nicht. Ran, ist dir etwas Besonderes aufgefallen an Linda? Vielleicht etwas, das mit Wasser zu tun hat? Wasser? Nun, jetzt, da du es erwähnst, sie hat mir erzählt, dass wenn sie mit anderen ans Meer oder zum Pool geht, dann ist sie die Einzige, die nicht ins Wasser gehen kann, was die Sache ziemlich langweilig macht. Könnte jemand, der Wasser hasst, die Angst überwinden und einen Mord begehen? Das ist unwahrscheinlich. Danke, also ich gehe dann wieder. Conan, wohin gehst du? Ich glaub's nicht. So, Linda sagt zu Ran, sie hasse Wasser und kann weder im Meer noch im Pool schwimmen. So, okay, sie sagt nochmal das Gleiche, also wir haben nur den Hinweis bekommen. Was ich wirklich schön finde, obwohl man hätte auch eine Schwierigkeit einbauen können. Man bekommt immer gesagt, wenn man genug Hinweise hat. Also wäre schon eine Herausforderung zu wissen, wann hat man genug, um dann damit zu arbeiten. Weil so weiß man, aha, man hat alles und braucht es nur noch richtig zusammensetzen. Ayumi, macht es dir etwas aus, mir zu erzählen, was bei der Show passiert ist? Nein, gut, ich habe mich auf die Vorstellung konzentriert, deshalb erinnere ich mich nicht an viel. Weißt du noch, wer im Publikum gesessen hat? Ich glaube, Utako und Megumi waren nicht da. Oh, danke. Niemand sah Utako oder Miss Oikawa, die Sekretärin im Publikum, während die Show lief. Ich werde mir eine Notiz davon machen. Okay. Also, jemand muss ja Linda gedoubelt haben. Das Problem ist nur, wer? Con, hast du schon eine Ahnung, wer der Mörder ist? Noch nicht. Wenn außer Linda noch jemand für den Mord in Frage kommt, müsste es dann nicht jemand sein, der den Ablauf der Show kennt? Das stimmt. Ohne Wissen über den Ablauf der Show wäre der Mord nicht möglich gewesen. Das hilft mir sehr. Ei, keine Ursache. Emilys Mörder muss alles über die Tricks der Vorbereitung der Show gewusst haben, um zu morden. Ich werde mir eine Notiz davon machen. Con, hast du eine Ahnung, wer der Mörder ist? Noch nicht. Okay, es geht nun mal wieder weiter. Aber schön, dass Ei Sachen auffallen, die Conan dann überraschen. Hey Genta, ist dir während der Show irgendetwas aufgefallen? Mal überlegen. Ich habe Nao ja in dem Bereich neben dem Publikum sitzen sehen. Seine Kleidung stach wirklich hervor, deshalb habe ich ihn sofort erkannt. Tatsächlich, vielen Dank. Während der Show war Naoya im Gang neben dem Publikum. Nee, der sagt mir nochmal das Gleiche. Mitsuhiko. Kyoshis Zaubertrick war noch besser als erwartet. Der ist der Einzige, der nichts dazu zu sagen hat. Na super. Gut, dann gehen wir mal einfach weiter. Haben ja schon eine ganze Menge erfahren. Ansonsten ist hier keiner mehr. So, jetzt frage ich mich, wohin gehen wir denn mal? Ich würde jetzt mal spontan sagen, wir gehen auf 12 hoch. Ne? Weiter. Ach, Conan. Strom funktioniert wieder, wir können hochfahren. So, auf Stufe 12 oder auf Etage 12. Ab ins Hotelzimmer, in die Königssuite. Da sind die beiden, ja. Tadaki, würdest du dich bitte beruhigen? Okay.
wenn der schlafende Kogoro jemand im Visier hat, dann kann diese Person nichts dagegen tun, gefasst zu werden. Mr. Kai, hat er etwas mit dem Morden zu tun? Okay, er sagt das Gleiche. Mal gucken, was passiert, wenn ich ihn anspreche. Oh, es ist vorbei. Dieser Detektiv Mori hat mich im Visier. Verdammt. Es ist alles in Ordnung. Bitte beruhig dich. Was heißt das? Tadaki. Mr. Kai, er ist recht aufgebracht. Was mag nun geschehen sein, was? Was weißt du schon? Ach so, das wollte sie, hat er gesagt. So, kann ich hier rein? Ist verboten, dorthin hinzugehen. Warum? Ach Mann, ich will mich da umsehen. Aber gut. Aus den beiden werde ich nicht schlau. Die streiten sich nur. Also muss ich jetzt... Ja, wo muss ich hin? Auf Etage 8. Da ist nämlich Linda. Die einzige, die als Mörderin erstmal in Frage gekommen ist. Und sie, naja, ein wirkliches Alibi hatte sie ja nicht. Das war ja das Problem. So, wo finde ich denn jetzt die Tür dahin? Ja, ich glaube, hier war das mit der Leiter. Ich sehe die Tür mit der Leiter. Nein, hier war es nicht. Verdammt. Hey G, du kannst mir aber auch mal helfen. Dann war es hier. Ich meine, das wäre irgendwo links gewesen. Genau. Nun, ich habe Emily nicht wirklich gehasst. Und dann war die Wut auch schon wieder verflogen. Das bedeutet aber nicht, dass ich meine eigene Schwester umbringen könnte. Es hat keinen Sinn. Sie ist zu verwirrt wegen des Schocks über den Tod ihrer Schwester und den Tatsache, dass sie unter Mordverdacht steht. So, das heißt, aus ihr kriegen wir auch nichts raus. Dann muss ich mit Mr. Mori und den anderen reden. Ist denn noch jemand auf Etage? Ach ja, klar, Moment, wo ist er denn? Mr. Mori und er ist ja auch noch da. Wie komme ich denn jetzt an ihn dran? Ist Kogoro hier irgendwo? Nein. Hier ist Kogoro. Okay, Kogoro habe ich schon mal. Hier kann ich nicht rein, hier kann ich auch nicht rein. Das heißt, hier muss ich irgendwo in den... Da. Das heißt, hier muss... Ja genau, da ist er doch schon. Was hältst du von unserer Show? Wer hätte gedacht, dass sie so enden würde? Es ist absolut grauenhaft, was mit Emily geschehen ist. Kyoichi hat die ganze Zeit das Hauptrolle auf der Bühne gespielt. Er könnte das Verbrechen nicht begehen. Also ist er nicht der Mörder. Ich hoffe, es geht ihnen besser. Es ist zweifelhaft, ob Kyoichi der Mörder ist, da er während der Show die ganze Zeit vor der Bühne war. Okay, er sagt das Gleiche. Wobei, er ist Zauberer. Also man muss nie vergessen, diese Zauberer haben alle möglichen Tricks drauf. Also wer schon mal richtige Zaubershows erlebt hat oder irgendwelche Zaubertricks, der weiß, dass die großen Magier echt einiges drauf haben, was man nicht durchschauen kann. Die beiden Morde, die vorher geschehen sind. Ich nehme an, dass Mr. Kai für den Tod von Miss Matoba und Miss Ogino verantwortlich ist. Die Person, die Emily ermordet hat, ist, glaube es oder nicht, Linda. Die Indizien weisen darauf hin, dass sie die Mörderin ist. Die eigene Schwester zu töten, ohne davon berührt zu werden, ich hätte nicht gedacht, dass sie so kaltherzig ist. Es war nicht ersichtlich, dass beide einander so gehasst haben. Kokoro. Okay, er nimmt schon mal Herr Kai als Mörder der anderen beiden. Tode. So, einmal auf Etage 7 fahren. Aber ich kann mir das ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen. So, wo ist Megumi? Hey G, du bist schon vor mir hier unten? Das gibt's doch nicht. Megumi? Megumi? Ach nein, wo versteckt die sich? Die wird doch nicht in irgendeinem der Zimmer sein, oder? Ah, dann alles auf Anfang. Hier, halt, 7F, Hotelzimmer rein da. Da ist er sich schon. Mr. Kai, ich frage mich, ob er okay ist. Er hat mich persönlich als seine Sekretärin ausgehöhlt und ich habe es ihm noch nicht zurückgezahlt. Dieses Gerücht, ist es wirklich wahr? Ich bin nur ein Kind, also höre ich mir solche Geschichten nicht an. Ich gehe in die Grundschule. Aha, tolles Deutsch. Wovon redet ihr? Besteht Zweifel an meiner Beziehung zu Mr. Kai? Nein, nun, die Sache ist, was meinst du, Kleiner? Ich bin nur ein kleiner Junge und verstehe nicht sehr viel davon. Hä? Du Kleiner. So eine Beziehung existiert nicht zwischen Mr. Kai und mir. Ich habe das alles nur durch harte Arbeit erreicht. Die Kinder heutzutage wissen über zu viele Dinge Bescheid. Okay, das hilft mir auch nicht weiter. Ich hoffe, mir es reicht wirklich, Befragung anzustellen und ich muss nicht noch Beweise sammeln. Also wäre mal schön, dass man jetzt Beweise sammelt, ohne direkt darauf aufmerksam gemacht zu werden. Aber es ist
mühselig, wenn man hier den ganzen Komplex hat. So, Etage 5 bitte einmal. Und Etage 6 gibt es immer noch nicht. Warum auch immer. Ich weiß gar nicht, ob ich da von Anfang an nicht rein konnte oder... Da ist er ja schon. Hey, ich habe von Detektiv Marie gehört, in Lindas Raum befand sich ein Trittleiter. Das bedeutet, sie ist die Mörderin, nicht wahr? Einen so hohen Wassertank ohne Leiter wäre es unmöglich, ihn zu besteigen, oder? Ich sollte feststellen, ob Linda in der Lage gewesen ist, diesen Mord zu begehen. Eine Trittleiter fand sich in Lindas Raum. Merkwürdig, dass sie dort abgestellt wurde. Naja, gut, ganz ehrlich, eine Trittleiter, also man wird ja wohl irgendwelche Gegenstände bekommen, um hier, da drauf zu kommen. Du willst etwas über die Show wissen. Alles wurde von Kyoshi und Utako organisiert. Die Personen, die den Ablauf der Show kennen, sind die drei Künstler, Kyoshi und die beiden Schwestern. Utako, die bei der kompletten Produktion hilft, Megumi, die sich um die Administration kümmert und ich, Mädchen für alles, macht insgesamt 6 Personen. Oh, ich war es aber nicht. Normalerweise tritt der Täter nicht ins Rampenlicht. Er zieht es vor, sich zu verstecken. Das bedeutet, dass der Mörder war jemand, der nicht anwesend war. Moment mal, jemand, der nicht anwesend war? Aber sie waren alle da. Sie waren dort, die ganze Zeit. Indem sie sich tarnten und die ganze Zeit dort blieben, hätte man Emily ermorden können. Damit wird auch die Aussage von Naoka klar, nämlich, dass die Linda, die er sah, nicht anders... sich anders verhielt, als sie normalerweise tut. Wer auch immer in der Show aufgetreten ist, es war nicht Linda. Von diesem Punkt an sollte ich diese Annahme weiter verfolgen. Das Team von Mirage, Bühnenhilfe, Naoya, Miss Oikawa und Utako kannten die Vorbereitungen der Show. Ich werde mir eine Notiz davon machen. Du willst etwas über die Show wissen? Okay, der wiederholt nochmal. Also es ist spannend, weil jetzt kommen eigentlich nur noch Megumi als Verdacht. Oder Frau Utako, also die Frau von Mr. Kai. Weil er ist, das sind die einzigen Frauen sozusagen, die als Verdächtige kommen. Weil die Frau muss ja den Ablauf kennen, beweglich sein vor allen Dingen. Und, hier sollte doch einer sein auf Etage 4, oder? Und weiblich sein, das ist natürlich logisch, weil andernfalls ein Mann hätte sich nicht so verkleiden können, dass eine Frau steht. Das ist außer Zweifel. So, wo ist Moe? 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 Verkaufst du irgendwie? Ah, da bist du ja. Conan, Lindas Haarzierde geht mir nicht aus dem Kopf. Ich habe gehört, dass sie in der Nähe des Tatorts auf dem Boden lag, aber egal wie sehr sie in Panik war, etwas fallen zu lassen, das... als Beweismittel genutzt werden kann, ist etwas seltsam, findest du nicht? Ja, das stimmt. Du bist auch der Meinung, Linda muss unschuldig sein. Das könnte stimmen, mit diesem neuen Mord stimmt etwas nicht. Lindas Haarteil fand sich in der Nähe, so panisch konnte sie nicht sein. Lag es absichtlich dort? Einige Dienstmädchen haben mir erzählt, dass sie die Show nicht sehen konnten, weil Megumi angedroht hatte, dass sie während der Vorstellung den Zugang überprüfen sollten. Darüber waren sie sehr enttäuscht. Während der Show hatte Miss Megumi die anderen Mitarbeiter den Laufsteg die ganze Zeit im Blick. Ich werde mir eine Notiz davon machen. Okay. Muss ich jetzt nochmal mit Megumi sprechen oder was? Also, ich habe mit allen geredet. Moment, ich habe Beziehung. Was ist denn das? Ah ja, ist alles neu, aber... Okay, ich habe mir sowieso nie durchgelesen. Okay, tot, tot, tot. Wenn das so weitergeht, dann hat sich der Mörder irgendwann selbst überführt, weil er der einzige noch Lebende hier ist. Abgesehen von Kokoro und uns, hoffe ich zumindest. So, also ich gehe nochmal von unten nach oben alles durch. Ne, hier war ja keiner. Auf 5 war Megumi. So, ach nee, auf 5 war er hier. Wo ist er denn? Da. Na, über die Show wissen wir jetzt einiges. So, dann einfach nach oben. Hier hoch. So, wo könnte... Auf 7 war doch auch auf 7 war ja Megumi. Hier im ersten Zimmer, glaube ich, sogar schon.
Mr. Kai fragt mich, ob okay, sie sagt alles nur das Gleiche, bla 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 bla, Kinder, bla bla bla. Conan zieht sich aus der Affäre und zack. So, ja, mit wem kann ich denn jetzt ehrlich gesagt noch reden? Ich hab mit allen geredet. Ich wüsste keinen mehr. Auf Etage 8, ja. Da war nur noch die... Genau. Emily war hier, Quatsch, Linda ist hier und er. Er war hier irgendwo. Ja, es ist sinnlos, dort hineinzugehen, weiß ich jetzt gerade auch. Was hältst du von unserer Show? Er sagt auch nur das Gleiche. Aber gut, Emily war die Einzige. Ach Quatsch, schon wieder Emily, sag ich. Linda war die Einzige, die nichts, ich glaube nicht, wo wir nichts herausgefunden haben. Ah, Quatsch. Falsches Zimmer. Hier war... Oh, eine Sequenz. ひょっとしたらリンダさん、あんたの力になれるかもしれんと思うてな。力になれる。確かに私は水辺が苦手よ。池や川なんかのそばに行くと怖くてたまらないもの。でも どうしてそんなことをあなたたちが知ってるの？まあ、それはさておき。そうなったのは何かきっかけでもあるの？うーん、あまり良くは覚えてないんだけど。3歳の時、家族と釣り堀に行って池に落っこちたらしいの。溺れてめちゃくちゃ苦しかったことだけは覚えてるわ。 父がすぐに助けてくれて大事には至らなかったけど、それ以来水が溜まっている場所には近づけなくなったの。お風呂にも入るのが怖くて、シャワーだけ。じゃあ、あの人魚姫の役、リンダさんには無理だね。うん、本当はやりたかったんだけど。確かお姉ちゃんは水槽の裏で殺されたって。 だとしたら私には絶対に無理よ。水槽には怖くて近づけないもの。誰かそのことを証明できる人はおるんか？京一よ。京一ならそのことをお姉ちゃんから聞いて知ってるわ。ほな黒崎さんにおいて本当かどうか確かめてみるわ。So, selbst bei einem Bad schaudert es Linda. Könnte sie neben einem Wassertank töten? Ich habe einiges herausgefunden. Das scheint jetzt der richtige Zeitpunkt zu sein, die Teile zusammenzufügen. Wie? Okay, ich soll die Teile schon zusammenfügen, obwohl ich mit ihm gar nicht gesprochen habe. Das kommt mir spanisch vor. Was? Kyoichi scheint nicht in der Nähe zu sein. Dann könnte ich jetzt die losen Enden miteinander verbinden. Wie? Weil er nicht da ist, kann ich die miteinander verbinden. Das ergibt keinen Sinn, echt. Also, hallo Leute. So, uiuiuiui. Ist Linda wirklich der Mörder? Ich sollte die Sache eingehender untersuchen. Wenn Linda nicht der Mörder ist, dann sollte ich den wahren Mörder finden. Okay. Selbst bei einem Bad schaudert es Linda. Könnte sie neben einem Wassertank töten? Emilys Mörder muss alles über die Tricks und Vorbereitungen der Show gewusst haben, um zu morden. Warte mal. Ist Linda wirklich der Mörder? Ich sollte die Sache eingehender untersuchen. Ja, okay. Während der Show hatte Miss Megumi und andere Mitarbeiter den Laufsteg. Lindas Haarteil fand sich in der Nähe. So panisch konnte sie nicht sein. Lag es absichtlich dort? Das Team von Mirage Bühnenhilfe, Naoya, Miss Satoru, kann die Vorbereitung der Show. Niemand sah Otako oder Miss Megumi im Publikum, während die Show lief. Eine Trittleiter fand sich in Lindas Raum. Merkwürdig, dass sie dort abgestellt wurde. Es ist zweifelhaft, ob Kyoichi der Mörder ist, da er während der Show die ganze Zeit vor der Bühne war. Linda sagte zu Ran, sie hasse Wasser und kann weder im Meer noch im Pool schwimmen. Während der Show war Naya im Gang neben dem Publikum. Okay, jetzt... Ah, oh, das ist zu... Nee, ich gehe erst in die andere Situation rein. Auch wenn hier nur drei sind, aber das ist wieder so viel... Wenn Linda nicht der Mörder ist, dann sollte ich den wahren Mörder finden. Okay.
Es ist bei einem Bartschaden, dass er nicht. Emilys Mörder muss alles über die Tricks und Vorbereitungen der Show gewusst haben, um zu morden. Das ist schon mal richtig. Also Ei kann ich ja bestimmt einschließen. Was steht denn da? Kriterien für den Mord. Ja, das stimmt. Während der Show hatte Miss Megumi die anderen Mitarbeiter den Laufsteg die ganze Zeit im Blick. Lindas Haarteil. Nee, das bringt auch nichts. Wer kannte die Show gut? Das Team von der Miragebühne kannten die Vorbereitung der Show. Wer nicht im Publikum war. So, das auf jeden Fall noch. Er. Dann, wer nicht im Publikum war. Wo war das jetzt? Hier, niemand sah Utako oder Miss Oikawa, die Sekretärin, im Publikum, während die Show lief. Das sind für mich auch die einzigen beiden Verdächtigen, genau. So, Ayumi ist schon mal nicht schlecht. So. Dann habe ich noch, es ist zweifelhaft, ob Kiyoshi der Mörder ist, da er während der Show die ganze Zeit vor der Bühne war. Ah, toll. Komm, ich pack ihn da einfach mal hin. Wir können nur verlieren, also. Ich habe jetzt wenig... Die beiden, wo ich mir unsicher war, ist überlegen, wer außer Linda Emily getötet hat. Also, Ayumi und ihn, die stimmen, aber die anderen beiden nicht. Das, also, Ai war falsch. Dann Moe bestimmt. Und die ist dann... Nee, Quatsch, ihn hatte ich doch gerade. Nein. Ihn hatte ich ja gerade, der war ja falsch. Dann Genta. Das ist das Einzige, was ich mir noch... Ja, Genta, Mui, Ayumi und ihn. Kyoshi. So. Wer wäre fähig, Emily zu ermorden? Oh, das ist fraglich. Ja, jetzt, das ist Ei. Ja. Richtig. Ah, ich bin doch ein guter Detektiv. So, und jetzt ist Linda wirklich der Mörder? Ich sollte die Sache eingehender untersuchen. Selbst bei einem Bart-Shoutout des Linda könnte sie sich neben einem Wassertank töten? Fragezeichen. Obwohl, das könnte er... Ah, das ist fraglich. Warte mal. Lindas Haarteil befand sich in der Nähe. So, Paschkin, lag es absichtlich dort? Fraglich. Niemand sah Utak... Oh ne, Quatsch, das Team von... So, das wäre auch auf jeden Fall. Okay, also die beiden Wassersachen. Nein, also... Die beiden Wassersachen, okay, aber... Doch, ich packe einfach Moe da rein, das ergibt... Nein! Oh, Moe war richtig, aber... Wenn Linda wirklich ein Mörder ist, dann passen viele Dinge einfach nicht zusammen. So, was spricht gegen Linda? Okay, das wird dann die Hauptfrage sein. Dann muss ich noch einen Beweis hier finden. Das ist dann Oberdings. Dann er. Das muss es jetzt aber sein, jawohl. Gut, die Bewertungen wurden untermauert. Dann sind wir, so wie ich das sehe, kann Linda nicht der Mörder sein. Jetzt muss ich es beweisen. Das kann ja nur das sein. Jawohl. So, das ist die einzige Frage, die bleibt. 6 Leute waren in der Nähe und hätten den Mord verüben können. Einer davon muss der Mörder sein. Habe ich nur noch dies? Ich dachte, ich hätte noch irgendwo eins. Nee. Dann bleibt ja nur noch die 6 Leute. Ist Linda wirklich die Mörderin? Wäre sie fähig, dieses Verbrechen zu begehen? Ich weiß, dass sie Wasser hasst und sich
ihm nicht nähern kann. Das bedeutet, dass sie zu dem Mord nicht fähig gewesen wäre. Obwohl sie gerne teilgenommen hätte, ist sie nicht in der Lage gewesen, den Trick gemeinsam mit Kyoshi fortzuführen. Dann muss eine andere Person der Mörder sein. Obwohl alle gesehen haben, wie die Person staunliche Akrobatik vorgeführt hat. Wer hat sich als Linda ausgegeben? Wie ich von Kyoshi und den anderen Anwesenden erfahren habe, konnte nur jemand, der den Ablauf der Show kennt, die Verbrechen begehen. 6 Personen besitzen dieses Wissen. Naoya, Koichi, Emily, Linda, Utako und Megumi. Die Sekretärin. Aber Emily ist tot und Linda hat panische Angst vor Wasser. Wer von den anderen 4 Personen hätte sich als Linda ausgeben und den Mord an Emily begehen können? Ah, so muss das sein. Langsam, aber sicher wird alles klarer. Klasse, du scheinst einige Teile zusammengefügt zu haben. Wir sollten Kyoshi einen Besuch abstatten, um Lindas Aussage zu überprüfen. Toll, eigentlich wollte ich ja jetzt den Part hier beenden, aber das Gespräch geht ja weiter. Wir hören es einfach mal an, dann überziehen wir halt ein bisschen. もしもし。おお、かずはか。何?毛利探偵が推理書を開くやて?わかった。俺らもすぐそっち行く。おっさんが関係者集めて推理書を開くそうや。やばいな。おっちゃん間違った推理をしなければいいが。 Ja, jetzt mal anhören, was Mori zu sagen hat. Oh, es hat einen weiteren Mord gegeben. Jetzt sind es 3 Tote. Die Mirage-Truppe hatte beschlossen, eine Zaubershow vorzuführen, um die unangenehme Stimmung zu ändern, die durch die Mordserie hier in Mirapolis hervorgerufen worden ist. Leider wurde Emily Hanayama, eine der Hauptattraktionen der Show, auf der Bühne ermordet. Aufgrund vieler Indizien ist Kogoro zu dem Schluss gekommen, dass Emily von ihrer Schwester Linda Hanayama ermordet worden ist. Aber wurde das Verbrechen wirklich von Linda begangen? Zunächst sollte ich darüber nachdenken, wie der Mord mit den ersten beiden Morden in Verbindung stehen könnte. Eine Weile war unklar, wer die ersten beiden Opfer sind. Dann erzählte mir jemand von einer Person, die mit ihnen in Verbindung steht. Sie. Laut Megumi wurde Mr. Kai seit Jahren von 2 Personen bedroht und zahlte Geld an sie. Nach einigen Recherchen sieht es so aus, als dass diese beiden Personen Miss Matoba und Mr. Ogino gewesen sind, was beide verbindet. Allerdings sehe ich keine Verbindung zwischen diesen beiden Personen und Emily und natürlich Linda. Wenn Linda die Mörderin ist, wie lassen sich dann die ersten beiden Morde erklären? Genau, kurz vor dem Mord sagte jemand, dass etwas nicht stimme mit Linda. Laut Naoya sprach Linda kein einziges Wort, als sie nach dem Auffrischen ihres Make-ups zurückgekehrt war. Wenn die echte Linda die Mörderin ist, dann hätte sie sich bestimmt nicht absichtlich so verdächtig verhalten. Diese Person hatte einen triftigen Grund, nicht zu sprechen. Ihr Schweigen ist verdächtig. Wenn ich herausfinde, warum sie nichts gesagt hat, werde ich dem Täter näher kommen. Aber ist Linda überhaupt fähig, einen Mord zu begehen? Anhand der Kriterien, die notwendig waren, um den letzten Mord auszuführen, ist nicht nur sie verdächtig. Die Kriterien sind folgende. Ja. Nur wer den Ablauf der Show kennt, hätte den Mord verüben können. Das ist absolute Voraussetzung. Die Personen, auf die das zutrifft, sind Naoya, Kyoshi, Emily, Linda, Utako und Megumi. Also 6 Leute. Emily fällt natürlich weg und Linda hat panische Angst vor Wasser. Heiji und ich haben gesehen, dass Linda nicht fähig ist, sich einem Behälter mit Wasser zu nähern, obwohl Naoya bezeugen kann, dass sie sich hinter der Bühne aufgehalten hat. Nein, das war nicht Linda. Die Tatsache, dass sie geschwiegen hat, sagt mir eine Menge. Also war es jemand, der die Show kennt und sich als Linda ausgegeben konnte. Das reduziert die Zahl der Verdächtigen. Ich konnte den dritten Mord nicht verhindern und er ist vor meinen Augen geschehen. Mann, das Opfer ist Emily Hanayama, aber ich kann keine Verbindung zwischen ihr und den ersten beiden Opfern erkennen. Möglicherweise wurde sie ermordet, weil sie etwas Bestimmtes gesagt hat im Labyrinth. Der Täter muss fälschlicherweise geglaubt haben, dass sie ihn bei dem Mord beobachtet hat.
Auch wenn die Umstände auf Linda als die Mörderin verweisen, ist das alles zu offensichtlich. Außerdem hat Linda Angst vor Wasser, deshalb ist es unwahrscheinlich, dass sie Emily tötete. Der Mörder wollte es ihr in die Schuhe schieben. Aber wenn das stimmt, dann hat er sich als Linda ausgegeben und die Akrobatik vorgeführt. Diese Person muss den Ablauf der Show kennen. Das reduziert die Zahl der Verdächtigen. Jetzt bin ich nur noch einen Schritt vom Mörder entfernt. Ich brauche aber handfeste Beweise, um ihn festzunageln. Tja, und wir beenden diesen Part an dieser Stelle. Also die Schlussfolgerung haben wir gezogen. Und auch wenn wir mitten im Gespräch sind, aber ich ziehe den Part jetzt nicht noch unnötig in die Länge. Wir haben schon ziemlich weit, also wir sind jetzt bei über 30 Minuten. Die Parts werden mir sonst einfach zu lang, auch wenn man sich die mal angucken will. Also wir beenden an dieser Stelle. Ich werde den nächsten Part genau hier wieder ansetzen, also nicht irgendwie überspringen oder sonst etwas. Und wir werden schauen, wie Kokoro die Schlussfolgerung zieht. Wobei ich glaube, das geht schief, denn eigentlich kann das nur Conan, beziehungsweise Heiji auch, aber von Kokoro und Conan kann es eigentlich nur Conan. Gut, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich schätze mal, ihr auch. Und wir werden im nächsten Part sehen, wie es weitergeht. Bis dann!